Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Guten Morgen, ich begrüße euch zu diesem Gottesdienst am schönen Frühlingsmorgen mit dem Wochenspruch für diese vor uns liegende Woche. Wenn ich erhöht werde, so will ich alle zu mir ziehen. Johannes 12, Vers 32. Der heutige Sonntag heißt im Kirchenjahr Trinitatis. Wissen wir alle, was das bedeutet? Es ist der Dreifaltigkeitssonntag. Wir glauben an einen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, alle drei in sich vereint. Dazu habe ich mal einen bildlichen Vergleich gesehen. Ein Apfel. Ein Apfel hat eine Schale, er hat Fruchtfleisch und er hat einen Kern. Kein Apfel ohne Kern, ohne Fruchtfleisch und ohne Schale. Und so ist es mit unserem Gott. Ihn gibt es nur als Komplettpaket. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Deshalb heute Trinitatis. In unserer heutigen Predigt geht es um Schuld und Schuldzuweisung. Die Vorlage zu dieser Predigt stammt von Julia Kraft, Pastorin in Ohne. Wir wollen nun diesen Gottesdienst musikalisch beginnen mit dem Lied Und ein neuer Morgen. Wir finden es in den kleinen blauen Heften mit der Nummer 68. Wir singen alle drei Strophen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir kommen zu dir und suchen Ruhe.
Wir kommen zu dir und suchen Antworten auf Fragen, wo uns die Antworten fehlen. Wir kommen zu dir mit all unseren großen und kleinen Sorgen, mit unseren Fehlern, mit unseren Lebensbaustellen, mit Krankheiten, mit unserem Älterwerden, mit unseren Zukunftssorgen um unsere Familien, mit den vielen Kriegen auf dieser Welt und auch mit der Zerstörung deiner Schöpfung. All das liegt wie großer Ballast auf uns und bedrückt und betrübt uns. Aber trotz alledem wollen wir den Kopf nicht hängen lassen. Es gibt auch vieles, worüber wir uns freuen und wofür wir dankbar sein können. Gib du uns Mut und Kraft, jeden Tag wieder mit dir zusammen einen Neuanfang zu machen, in vielen kleinen Schritten die Dinge um uns herum zu verbessern. Sei du nun in diesem Gottesdienst mitten unter uns und öffne unsere Herzen für dein Wort und dein Wort für unsere Herzen. Amen. Wir singen jetzt das Lied 650, Weiß ich den Weg auch nicht. Wir singen auch hier alle drei Strophen. Ich lese die Schriftlesung aus der Basisbibel, Johannes 16, die Verse 5 bis 15. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich beauftragt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr seid ihr traurig, weil ich das zu euch gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Aber wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Wenn dann der Beistand kommt, wird er dieser Welt die Augen öffnen. Für ihre Schuld, für die Gerechtigkeit und das Gericht.
Ihre Schuld besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass ich zum Vater gehe, dorthin, wo ihr mich nicht mehr sehen könnt. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber das könnt ihr jetzt nicht ertragen. Wenn dann der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen. Denn was er sagt, stammt nicht von ihm selbst. Vielmehr sagt er das weiter, was er hört. Und er wird euch verkünden, was dann geschehen wird. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn was er euch verkündet, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch zu mir. Deshalb habe ich gesagt, was der Geist euch verkündet, empfängt er von mir. Amen. Wir singen nun das Lied Nummer 42 aus den blauen Liederheftchen. Kommt, atmet auf, die Strophen 1 bis 3. 42, 1 bis 3. Darum soll es heute gehen. Eine Geschichte, die für sehr lange Zeit
zur Geschichte der Erbsünde genannt wurde. Es gibt der Predigtext dazu, 24 Verse, war mir ein bisschen zu lang, ich habe mir einen Leser dazu geholt. Julia wird sie uns vorlesen. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau: Was hast du da getan? Und die Frau sagte: Die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein und unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dorn und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du gekommen. Denn Staub bist du, und zu Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich von Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Anderen die Schuld zuschieben, vor Tausenden von Jahren genauso, wie es heute auch noch gemacht wird. Der Sündenfall. Ist euch aufgefallen, dass in der ganzen Geschichte niemals das Wort Sünde auftaucht? Allerdings hat die Entscheidung, die der Mensch und seine Frau trafen, die Sünde zur Folge. Sünde bedeutet die Trennung von Gott. Und genau das bewirkte das Essen der Frucht.
Gott verbannt den Menschen und seine Frau aus dem Garten, den er ihnen gemacht hatte. Statt der täglichen Gottesgegenwart und paradiesischer, direkter Fürsorge von Gott erleben sie harte Arbeit und Gottes Ferne. Das Böse ist außerhalb des Gartens in den Menschen. Gott hat den Menschen geschaffen. Ganz offensichtlich ohne die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Einsicht zu geben, so heißt es, also klug zu werden, das war es, was diesen Baum für die Frau so attraktiv machte. Und ja, wer möchte schon behaupten, dass der Wunsch nach mehr Wissen eine Sünde ist? Die Frau will nicht sein wie Gott, sondern möchte sich Wissen aneignen. Wie es im Bibeltext heißt, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Die Frau kann im Garten Eden nicht unterscheiden zwischen richtig und falsch. Sie wünscht sich Einsicht. Doch das erleben wir in unserem Leben hin und wieder selbst. Aus einer Tat, die nicht böse gemeint war, kann etwas entstehen, was so nicht gewollt war. Investiere ich mein Geld in Aktien, die meine Bank für mich anlegt, kann ich mir dann sicher sein, dass ich damit nicht weder direkt noch indirekt andere Dinge unterstütze, die ich sonst ablehnen würde? Unterstütze ich mit dem Kauf bestimmter Marken die Ausbeutung von Menschen in den ärmsten Regionen der Welt? Moderne Sklavenhaltung, das Bespritzen der Arbeiter auf den Feldern mit Chemikalien, die Schädlinge töten sollen und furchtbare Folgen für die Menschen auf dem Feld haben? Mit dem Kauf oder der Investition wollte ich niemanden schaden, nur mir und meiner Familie etwas Gutes tun. Wünsche ich mir in dieser Hinsicht Einsicht? Dann muss ich etwas ändern. Dann wird es aber sehr wahrscheinlich umständlicher, aufwendiger und anstrengender in meinem Leben. Denn ich muss mich ändern, wenn ich davon weiß. Will ich also von der Frucht essen und erkennen, was alles in dieser Welt schiefläuft? Kann ich das überhaupt ertragen, mit dem Blick auf die Kriegszustände in der Ukraine, in Israel, in Palästina, auf die Flüchtlingslager in Syrien, die Hungersnot in Afrika und den unzähligen anderen Brennpunkten auf dieser Welt, von denen die Tagesschau nicht einmal im Bruchteil berichtet oder berichten kann oder will? Das Essen vom Baum der Erkenntnis brachte den Menschen keine Vorteile. Im Gegenteil. Die gewünschte Einsicht öffnete ihnen die Augen, sodass sie zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Sie erkannten, dass sie nackt waren, also Mann und Frau. Die Einsicht rief Scham und Angst hervor, schlechtes Gewissen und Lügen. All diese negativen Gefühle trennen die Menschen weiter von Gott, vor Tausenden von Jahren ebenso wie heute. Wir wissen, was gut und was böse ist. Wir kennen die Auswirkungen unseres Handelns, wenn wir die Augen wirklich öffnen und ehrlich mit uns sind, wenn wir nachforschen. Doch das, was wir erkennen werden, wird uns größtenteils nicht gefallen. Und doch ist es unsere eigene Entscheidung, wie wir leben, wo wir was kaufen, wie viel wir kaufen, wen wir mit unserem Geld unterstützen oder auch mit unserer Stimme. Nicht nur mit der Wählerstimme, sondern auch mit unseren Worten. Es ist unsere Entscheidung und liegt in unserer Verantwortung, von jedem Einzelnen von uns. Alles in meiner Hand. Und, oh mein Gott, es ist so schwer,
die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wo soll ich anfangen? Oft stehe ich davor, wie gelähmt. Wenn ich wirklich alles hinterfrage, was ich im alltäglichen Leben nutze, wie kann ich da bestehen vor Gott? Ich kann ja nicht mal vor mir selbst bestehen. Das fängt an mit den in Plastik verpackten Lebensmitteln, geht über das Silber, das in Elektrotechnik verbaut und unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut wird, über den Ausstoß meines Autos, über die Kleidung, die ich trage, über die Südfrüchte, die ich gern esse, oder den Kakao, der in meiner heißgeliebten Schokolade verarbeitet ist. Und es nimmt einfach kein Ende. Es ist die eigene Entscheidung, auch wenn sie im guten Glauben getroffen wird, die den Menschen und seine Frau immer weiter von Gott trennt. Obwohl es den beiden an nichts fehlte, glaubten sie doch noch ein kleines bisschen mehr zu brauchen. Manchmal braucht es nur einen kleinen Anstoß, die richtigen Worte zur richtigen Zeit, und schon setzt sich eine unaufhaltsame Lawine von Schuld und Sünde in Gang. Sicherlich hat die listige Schlange einen großen Anteil an der ganzen Misere. Aber die Menschen sind mit eigenem Willen geschaffen worden. Es stand ihnen frei, sich an Gottes einziges Gebot zu halten. Nochmal zurück zum Bibeltext. Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott der Herr sprach zur Frau: Was hast du da getan? Und die Frau sagt: Die Schlange, die hat mich getäuscht, da aß ich. Und Gott der Herr sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allen Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinen Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Der Mann, zuerst von Gott gefragt, leitet die Schuld an die Frau weiter. Sie hat mir die Frucht gegeben. Die Frau schiebt die Schuld auf die Schlange. Die erhält ihre Strafe, wird von Gott verflucht. Die Menschen allerdings werden von Gott nicht verflucht. Er schützt sie mit der Kleidung, die er ihnen gibt, von dem ersten negativen Gefühl an, das sie empfunden haben, der Scham. Aus der gedanklichen Entfernung der Menschen zu Gott durch ihr Verstecken und ihre Ausreden folgt die räumliche Trennung. Die Erkenntnis allein hilft allerdings noch nicht richtig zu handeln. Schon in der zweiten Generation greifen die negativen Gefühle weiter um sich. Neid, Hass und daraus folgend der Brüdermord. Die Menschen entfernen sich immer weiter vom Garten Eden, immer weiter von Gott. Das ist die Sünde, mit der wir auch heute noch leben müssen. Ein Leben bei Gott im vollsten Vertrauen auf ihn ist nicht möglich. Wir leben jenseits von Eden. Es ist schwer, den richtigen Weg zu sehen. Doch auch wenn wir ihn erblickt haben, kostet es einige Mühe, auf ihm zu gehen. Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir bei uns selbst anfangen. Wir haben den freien Willen geschenkt bekommen. Es ist uns möglich. Wir werden nicht alles ändern können, wahrscheinlich auch nicht ohne Rückschläge auskommen. Gott weiß das. Und wir sollten davor die Augen nicht verschließen. Das heißt aber nicht, dass wir schon vorher aufgeben sollten. Lasst uns gemeinsam hinschauen, was wir machen, welche Folgen das hat, und was gut und was schlecht läuft und gegebenenfalls unseren eingeschlagenen Kurs ändern.
So viele Dinge sind in dieser Welt nicht gut. Alles können wir nicht ändern, aber vieles. Unsere Stimme und unser Konsumverhalten, das, was wir kaufen, worin wir investieren, hat mehr Macht, als wir vielleicht zu glauben wagen. Wir sind als eigenständige Wesen geschaffen worden. Gott hat diese Welt sehr gut geschaffen. Gott will sich bei uns haben, will uns bei sich haben. Immer wieder schickt er Propheten und letztlich seinen eigenen Sohn. Durch Jesus Christus sind auch wir, die wir nicht zum auserwählten Volk Gottes gehören, von unserer Schuld freigesprochen, ohne dass wir es verdient hätten. Deswegen möchte ich immer wieder mein Bestes geben, um diese Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Schuldig und doch freigesprochen, brauche ich die Schuld nicht an anderen weitergeben. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du weißt, was uns bewegt, womit wir uns beschäftigen und wo wir schuldig geworden sind. Öffne unsere Augen und unsere Herzen, gib uns Einsicht, wo wir vergeben können oder auch um Vergebung bitten können. Zeige uns Wege, wo wir trotz unterschiedlicher Ansichten aufeinander zugehen und entstandene Gräben wieder zuschütten können. Wir bitten dich jetzt für alle, die an deiner Liebe zweifeln, die bitter und einsam geworden sind, die mitten im Leben schon tot sind, weil niemand sie sieht und auf sie eingeht. Tröste sie, schick ihnen Menschen in den Weg und hilf, dass sie selber auf andere zugehen können und damit ihr Leben heller machen. Wir denken an die Kranken, an die Schwerkranken, an alle, die nicht wissen, ob und wann sie wieder gesund werden. Schenk ihnen Hoffnung auf Besserung und den Trost aus deiner Ewigkeit. Tröste alle, die um einen lieben Menschen trauern. Schenk ihnen die Hoffnung auf das Leben jenseits des Grabes.
Lass dich bitten für alle, die nicht wissen, wie sie den Tag bestehen sollen, die sich in Arbeit oder Alkohol flüchten. Für alle, deren Leben sinnlos scheint, weil sie ohne Arbeit und Anerkennung sind und meinen, sie seien nichts mehr wert. Schenke ihnen Menschen, die sie lieben und dadurch wieder aufrichten. Wir wollen in der Kraft deines Heiligen Geistes so leben, dass wir dich lieben und fürchten und ehren über alles. Und dass wir auch die Schwestern und Brüder lieben und auch die, mit denen wir es schwer haben. In der Stille sagen wir dir unsere ganz persönlichen Anliegen. Wir beten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Gemeinde ist bekannt zu geben: Die Kollekte vom 12. Mai für die SAPV Nordhorn erbrachte 60,88 Euro. Im Klingelbeutel kamen 30,44 Euro zusammen. Die Kollekte am 19. Mai für die Arbeit des Missionsausschusses im Synodalverband erbrachte 106,70 Euro. Im Klingelbeutel kamen 53,35 Euro zusammen. Eine Spende in Höhe von 500 Euro ging für unsere Kirchenrenovierung ein. Die Kollekte heute ist bestimmt für die Partnerkirchen der Norddeutschen Mission und der Vereinten Evangelischen Mission. Herzlichen Dank für alle Gaben. Allen, die in dieser Woche Geburtstag haben, gratulieren wir herzlich und wünschen Gottes Segen. Alle regelmäßigen Termine entnehmen Sie bitte dem Gemeindebrief. Am Samstag, den 1.6., findet um 16 Uhr die Lüttekerk am Gemeindehaus statt. Am 2.6. findet der Gottesdienst mit Taufe hier in der Kirche statt. Die Predigt hält Pastorin Heidrun Oltmanns. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Nordhorn, also der Zusammenschluss von Reformierten, Altreformierten, Lutheranern, Baptisten, Katholiken und Neuapostolen, hat ein Staffelgebet herausgebracht, das um die Einheit der Christinnen und Christen in Nordhorn bittet. Bis Ende Oktober wird es Woche für Woche woanders vorgelesen. Am vergangenen Sonntag beim Jubiläum des Kloster Frenzwegens und heute bei uns. Lasst uns beten. Du Gott unseres Lebens, in der einen Taufe, die uns verbindet, hast du uns deine ganze Liebe geschenkt. Du hast uns in Jesus Christus dein lebendiges Wort geoffenbart. Im gemeinsamen Gebet und im gelebten Zeugnis entdecken und stärken wir als Christen unsere Einheit im Heiligen Geist. Gott unser Vater, du Gott über uns,
Du bist größer als unsere Bilder von dir. Du bist größer als unsere Abgrenzungen und Einteilungen. Schenke uns als Schwestern und Brüder im Glauben Kreativität und Fantasie. Dich als unseren gemeinsamen Vater im Himmel mit einer Stimme immer neu zu ehren. Jesus Christus, du Gott für uns und mit uns. Du bist Mensch geworden um unseres Heiles willen. Du machst dich eins mit uns in Freud und Leid, im Leben und im Sterben. Lass uns dich als die Mitte unseres Glaubens neu erkennen, denn in dir ist die Quelle des ewigen Lebens. Gott, Heiliger Geist, du Gott in uns und mitten unter uns. Du selbst bist das Band der Einheit und der Spender vielfältiger Gaben. Entzünde in uns das Feuer des Ursprungs. Lass in uns die Wunden der Spaltung brennen, damit wir wach werden für deinen Auftrag in unserer Stadt. Hilf uns, den christlichen Gemeinden in Nordhorn die Zeichen der Zeit zu erkennen und so die Einheit der Kirche in versöhnter Verschiedenheit zu finden. Amen. Wir singen nun das Lied Nummer 171, Bewahre uns Gott. Wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angekommen. Ich bedanke mich bei allen, die daran beteiligt waren im Gottesdienst und wünsche allen noch einen schönen Sonntag. Ich möchte jetzt bitten, für den, der es möglich ist, aufzustehen zum Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.